Sie haben vorher angesprochen, technische Möglichkeiten. Von welchen Green Technologies sprechen wir da? Und wieso ist es umso wichtiger, jetzt da viel Geld zu investieren und in die Hand zu nehmen? Ich glaube, das Österreich möchte sich jetzt laut den jüngsten Meldungen da in eine Vorreiterrolle positionieren. Man hat die ersten Schritte gesetzt mit dem EAG. Was muss noch konkret passieren oder von welchen grünen Technologien sprechen wir hier? Also bei den Technologien müssen wir prinzipiell über zwei Behandlungsmethoden von diesem chronisch kranken Patienten Erde reden. Das einerseits ist eben diese grünen Technologien, um sozusagen die Emissionen zu reduzieren. Das heißt, überall dort, wo wir fossile Emissionen setzen, also im Sektor Mobilität, Verkehr, Industrie, müssen wir massiv runter mit den Emissionen, um eben unseren Lebensstandard gleichzeitig halten zu können. Wir wissen, dass wir in Österreich allein in den Sektoren Energie, Industrie und Mobilität ungefähr 2/3 dieser 80 Millionen Tonnen, die wir derzeit pro Jahr als Österreich in die Atmosphäre emittieren, das aus diesen Sektoren kommt. Das heißt, wir kommen nicht umher, im Sektor der Mobilität eben eine großflächige Reduktion der Emissionen durch Elektromobilität schaffen zu können. Den anderen Punkt, über den wir reden müssen, ist sozusagen, das war jetzt die Ursachenbekämpfung, ist die Symptombekämpfung. Da geht es daran, technische Anpassungsmaßnahmen zu setzen, also uns praktisch gegen den bereits jetzt vorhandenen Klimawandel. In Österreich hat sich ja derzeit um 2 Grad bereits erhöht und die Auswirkungen haben sich schon verschärft. Und für die nächsten Jahrzehnte ist das ja sozusagen auch unvermeidbar. Das heißt, uns hier mit technischen Maßnahmen klimafit zu machen, das geht von mobilen Hochwasserschutz über Rückhaltebecken, über klimafitte Baumarten, über entsprechende Sortenwahl in der Landwirtschaft, die auch hitze- oder trockenresistenter ist, und so weiter. Das heißt, hier einfach unsere Verwundbarkeit und unsere Exposition über diesem vor dem Hintergrund dieses steigenden klimatologischen Risikos zu reduzieren. Das ist sozusagen jetzt für die unmittelbare nahe Zukunft am relevantesten, gleichzeitig aber eben auch sehr drastisch diese Emissionen zu reduzieren, weil wir wissen, aufgrund von der Langlebigkeit von CO2 in der Atmosphäre, dass wir eben von dem jetzigen Niveau nicht mehr runter kommen. Das heißt, es geht nicht darum, das vom jetzigen Niveau zu reduzieren, sondern noch Schlimmeres zu vermeiden. Und damit müssen wir jetzt beginnen, damit wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dann wirklich den Erfolg auch ernten, indem dass sich diese Auswirkungen zumindest stabilisieren.